Hallo meine Süßen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir was live testen und ich bin schon mega, mega gespannt drauf. Und zwar rede ich von dem L'Oreal Colorista Spray. Das ist ein Spray, das ihr euch auf die Haare sprühen könnt, das ihr dann so gesagt nur einen Tag drauf lassen könnt und dann könnt ihr das einfach wieder runterwaschen. Und zwar gibt es das in verschiedenen Pastellfarben. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr schon immer mal rosa Haare haben wollt oder wie ich jetzt so Lavendelhaare, dann könnt ihr euch da eben die Farben kaufen, euch die aufsprühen, das Ganze trocknen lassen und dann habt ihr wunderschöne Pastellfarben und das eben nur für einen kurzen Zeitraum. Ich bin schon sehr gespannt drauf. Ihr habt, wie gesagt, ganz, ganz viele unterschiedliche Farben. 75 Milliliter ist da pro Flasche drin und ihr bezahlt 7,95 Euro. Finde ich schon ein bisschen viel, aber mal gucken, wie lange so eine Flasche hält. Und da steht jetzt drauf, dass man sich über die Schultern ein Handtuch geben soll. Das machen wir natürlich auch, um natürlich auch unsere Klamotten und so weiter zu schützen. Bürste ich mir jetzt nochmal kurz die Haare durch. Wie ihr seht, ich habe so ein Ombre in den Haaren. Das heißt, ich würde das auch wirklich nur auf die blonden Stellen hier unten dann aufsprühen. Und ich hoffe, dass das nicht so trocken wird wie so andere Haarkreide oder sowas, weil das gefällt mir nicht so gut, wenn die Haare dann so furztrocken aussehen. Also man soll es sehr, sehr gut schütteln, das machen wir jetzt auch. Und dann soll man das von 15 cm Entfernung auf die Haare sprühen, dann trocknen lassen, durchbürsten und wenn man möchte, wiederholen. Ich bin schon so gespannt. So, ihr habt jetzt so einen Applikator mit so einem dünnen Strichchen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Und ich bin so aufgeregt, ich hoffe, ich kriege das dann auch wirklich noch von meinen Haaren runter. Und wir sprühen das erste Mal. Seht ihr jetzt einen Unterschied? Jetzt kommt Farbe. Gut, wenn es so wenig deckt, dann werden wir ein Problem haben, weil dann brauchen wir ja wirklich die komplette Flasche für einmal auftragen. Kommt mir das jetzt noch so vor oder ist das eher blau? Ich weiß auch nicht. Lass das jetzt mal so. Und hier mit die andere Seite. So. Also meine Finger sind schon so leicht glowy pink. Ja. Also wenn man so ein bisschen Reflex hat. Aber meine Haare sehen eher blau aus. Seht ihr das? Die sind ja eher blau als Fliederfarben. Und die Flasche scheint schon sehr leer zu sein. So, jetzt lassen wir das Ganze einfach mal trocknen und bürsten das Ganze aus. Aber Alter, geht ja gar nicht. Das sieht ja sehr furchtbar geworden. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich dachte jetzt wirklich, dass das so wirklich was ausmacht, aber ich würde jetzt so fast gar keinen Unterschied sehen. Ich gucke jetzt nochmal in den Spiegel. Ja, ein bisschen vielleicht. Aber es ist doch eher fast schon blau. Also ja, in der Kamera sieht es gar nicht eigentlich. Lass es jetzt kurz trocknen. Bürste die Haare. Also gut ist auf jeden Fall schon mal, dass es sich nicht wie Kreide anfühlt. Ja, die Flasche ist schon fast halb leer, würde ich mal sagen. Doch, wird schon besser. Seht ihr? Das ist zwar immer noch blau.
wie ihr merkt, die Farbe ist leer. Wow. Also ich habe irgendwie mehr erwartet. Was sagt ihr? Wir lassen das Ganze jetzt mal trocknen. Meine Hände sehen auf jeden Fall gut aus. Ich habe auch so ein bisschen was ins Gesicht bekommen. Aber die Flasche ist leer. Also es reicht wirklich nur für ein einziges Mal. Und ich meine, ich habe kurze Haare und habe das Ganze nur hier unten gemacht. Und es ist, wie gesagt, wie ihr seht, eher so ein Blau, irgendwas grün geworden. Ich hoffe, das geht wieder aus den Haaren raus, sonst raste ich aus. Ich kämme es jetzt mal durch. Also leider bin ich sehr unzufrieden. Oh Mann, oh! Ich habe gehofft, dass das wunderschön wird. Aber wie ihr sehen könnt, man sieht überhaupt nichts. Seht ihr das? Also es ist mehr blau und ganz leicht mal so Fliederpink. Aber eher grün. Wie gesagt, ich hoffe, das geht aus meinen Haaren wieder raus. Wow. Super L'Oreal. 8 Euro umsonst. Perfekt. Ich blende euch jetzt dann gleich nochmal ein Vorher-Nachher-Bild ein. Ich muss sagen, ich bin mega unzufrieden. Also wie gesagt, so würde ich draußen auch nicht rumlaufen, weil wie sieht das denn aus? Sieht furchtbar aus. Naja, so wisst ihr auf jeden Fall, kauft es euch lieber nicht oder man muss wirklich blonder sein, ich weiß es nicht, noch kürzere Haare haben, ich weiß es auch nicht. Ich meine, es soll ja nur Pastell sein, aber was ist das denn? Das ist ja gar nichts. Ja, leider totales Flop. Ich habe was anderes gehofft, aber dadurch erspare ich euch hoffentlich den Kauf. Vielleicht muss man auch so ein dunkleres Rot nehmen oder so und das ist irgendwie besser. Aber ihr habt es ja jetzt live gesehen, viel hat das nicht gemacht. Die Haare sind immer noch super weich, das finde ich ganz toll. Aber sonst muss ich sagen, leider ein Flop. Ja, das war's jetzt mit meiner Live-Demo. Ich hoffe, ihr abonniert meinen Kanal. Klickt da unten bitte drauf. Ich will nämlich mehrere Live-Tests mit euch durchmachen. Ja, aber wie gesagt, sehr schade. Okay, also ich verabschiede mich jetzt mit einem traurigen Gesicht. Tschüssi, bis zum nächsten Video.